So, dieses Video richtet sich nun eher an die Leute, die noch eher weniger Erfahrung mit PCs haben, doch sich auch langsam vorantasten wollen. Im heutigen Video geht es um eine Treiberinstallation, um genau zu sein, wie man einen NVIDIA-Grafiktreiber installiert. Im Prinzip extrem einfach und schnell, falsch machen kann man dabei praktisch nichts. Später folgt dann auch noch ein Video, wie man einen solchen Treiber dann sorgfältig und sauber deinstalliert und dasselbe dann mit AMD-Grafikkarten. Wer sich also nicht für die Basics beim PC interessiert, klickt das Video einfach weg. So, genug geredet, jetzt wird gemacht. Sollte Windows 10 einen passenden Grafiktreiber nicht automatisch für euch installiert haben, werden wir meist von so einem gestreckten und niedrig auflösenden Desktop begrüßt. 3D-Anwendungen laufen dabei sehr schlecht oder gar nicht. Vielleicht wollt ihr auch einfach auf eine aktuellere Treiberversion upgraden, die Schritte sind im Prinzip dieselben. Schritt 1 wäre, einen beliebigen Webbrowser zu öffnen und nach NVIDIA Drivers oder NVIDIA Treiber zu suchen. Den Link dazu findet ihr übrigens auch in der Videobeschreibung. So, nun müssen wir das richtige Grafikkartenmodell auswählen. Solltet ihr nicht wissen, was für ein Modell ihr im PC verbaut habt, schaut am besten auf die Verpackung eurer Grafikkarte oder auf dem technischen Datenblatt bzw. die Specs eures PCs. In meinem Fall handelt es sich um eine GeForce RTX 2080 Ti. Das richtige Betriebssystem wählen, hoffentlich Windows 10, und dann entweder den Game Ready oder Studio Driver auswählen. Meist nimmt man einfach den Game Ready Driver. Danach suchen und auf Herunterladen klicken. Dann einfach den Download starten und abwarten. Sobald der Download abgeschlossen ist, öffnet die heruntergeladene Datei, klickt auf OK, wartet, bis die Dateien entpackt werden, bleibt weiterhin geduldig, bis der Systemcheck abgeschlossen ist. Nun dürfen wir zwischen zwei Optionen wählen, Grafiktreiber mit GeForce Experience oder ohne. Ich würde die Installation mit GeForce Experience empfehlen, da wir so das hauseigene von NVIDIA integrierte Videoaufnahmetool namens Shadowplay mit installiert bekommen. Anschließend wird uns eine weitere Wahl geboten, Express oder benutzerdefinierte Installation. Damit ihr seht, was für Einstellungen uns geboten werden, nehme ich für das heutige Video Custom, also Option Nummer 2. Bis auf die Pflichtfelder sozusagen, dürften wir nun bei einigen wie den HD-Audio-Treiber, die Physics-Software und den USB-C-Treiber das Häkchen entfernen. Wir dürften theoretisch auch eine saubere, frische Installation durchführen, was ich empfehlen würde, wenn ihr auf eine aktuellere Treiberversion updatet und gegebenenfalls Probleme mit der alten Version hattet. Auch empfehlenswert wäre diese Option, wenn Windows bereits einen Treiber vor euch installiert hat, in meinem Fall aber heute nicht nötig. Jetzt heißt es wieder warten. Nicht wundern, wenn der Bildschirm ein paar Male schwarz wird und sich die Größe bzw. die Bildschirmauflösung plötzlich ändert. Das ist ganz normal und so soll es auch sein. Am Ende einfach das Abschlussfenster schließen. Empfehlenswert wäre nun nur noch ein Neustart des PCs. Und sobald wir am Desktop angelangt sind, haben wir unser Ziel auch schon erreicht. Der NVIDIA-Grafiktreiber wurde nun erfolgreich installiert. Ihr habt gesehen, hierbei kann man praktisch nichts falsch machen. Sicherlich ist so ein Video für viele überflüssig, aber es gibt halt immer wieder Personen, die sich jetzt erst für PCs begeistern und ich hoffe, dass ich genau solchen Leuten mit so einem Video ein Stück weiterhelfen bzw. Sicherheit geben kann. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen.